Hallo, Robert Jachtül-Eichler. Ich möchte all denjenigen, die Sie noch nicht kennen, und das werden nicht so sehr viele sein, Mareike vorstellen. Mareike Gur und ich haben uns kennengelernt. Da war sie ungefähr 18, 19, war Volontärin. Ich bin etwa so 7, 8 Jahre älter und war ihr Schiffsführer anlässlich der Antigua Race Week. Und sie war mit einem Tross von Journalisten bei mir auf dem Katamaran. Und wir haben in sehr kurzer Zeit festgestellt, dass sie eigentlich auch meinen Job relativ bald machen kann. Und so war es. Über die Jahre habe ich sie unterstützt, ihr zu den Scheinen verholfen und jetzt sitzt sie in der Karibik, wartet auf Gäste und die Aufhebung der entsprechenden Restriktionen durch die Corona-Pandemie. Sie hat es inzwischen geschafft, in Zeit und Spiegel Online und dergleichen mehr. Was nur leider nicht so richtig rübergekommen ist, ist, dass diese Frau sehr entspannt ist, dass sie über wirtschaftliche Schäden momentan gar nicht nachdenken mag, aber dass sie zufrieden ist mit ihrer Situation und sie wird immer wieder in einen Topf geworfen mit all denjenigen, die jetzt schreien, man soll mit Begleitung durch die deutsche Marine sie nach Hause holen. Das ist definitiv nicht Mareike und da kommen viele Dinge falsch rüber. Aber ich möchte kurz ein Buch vorstellen. Das hier ist ein super Buch. Das hat sie vor relativ kurzer Zeit erst herausgebracht. Eine wunderbare Mischung aus Texten und guten Fotos und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das Buch heißt Blau, Türkis, Grün. Es wird normal über den Fachhandel vertrieben und ist eine super Sache, um sich bei diesem immer schöner werdenden Wetter da draußen wenigstens gedanklich und mit den Händen, mit Seefahrt und tollen Revieren, mit einer tollen Frau auseinanderzusetzen. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht und dass sie relativ bald sich wieder bewegen kann. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.